Jetzt hab ich's aber. Das kapiere ich aber nicht. Ach so, muss das sein. Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Oh Mann. Okay, I didn't want you to have to do this, but there's one more console you can try in that room across the bridge. The alien who works there is really tough, so be careful and remember to use electricity. Wow, jetzt den Sicherheitschef. Und jetzt zieh ich dich ab. Mein Staubkapfer, warum auch immer der den hat. Und erledigt. Did it! The force field's down! Come on back and we can get out of here! That's clear. It's another Saturday night. Feeling alright, feeling okay. Perfect. Ah, jetzt kann ich hier runter. Ah, ein weiterer Audiolog. Success! I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. Keine gute Idee. Tangy and nutty would probably go well with a... Hey, what's happening to me? What's it? Eat some meine Schreiber und Schreiberhunde! Oh mein Gott, der spricht Deutsch, natürlich. Ach du Lieber! Ach du Lieber! Oh, da ist dieser obdachlose Mann. Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Jawohl! Leider ist das zensiert. Das ist ein bisschen schade. Das ist in der deutschen Version. Schönen Tag. Zensiert ist. So, er ist immun gegen Angewidert und schwach gegen Heiliges. Jawohl! Der Nazi-Zombie. Jawohl! Wir haben Mittel und Wege, sie zum Sprechen zu bringen. Schönen Tag. Dann meuche ich mal einen. Den Verschwörungsbanner. Ach du Liebe! Ach du Liebe! Scheiße! Exekution. Nein! Ach,
Das war absichtlich, weil ich wollte ja nochmal. Ich hatte zu viele Machttränke, die mich ja nochmal aufbrauchen. Natürlich kommt jetzt die Exekution. Yeah. Und er müsste. Oh nein, ja, oh Gott, er konnte sich heilen. Okay, dann kommt. Stark. Blutung 3. Mein Gott! Was ist nun mit ihm geschehen? Warum ist er ein plötzlicher Nazi geworden? Was haben die Illuminaten damit zu tun? Und die Deutschen? Jetzt könnte ich den Machttag wieder nehmen. Weil es teilweise nicht kann. Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home. Ich hab grad nicht hingeguckt, Mann. Ich hätte absolut nicht hingeguckt. Ich guck grad nicht hin. Ich werde ab gerade abgelenkt. So, mal. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Oh, you did it! Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again! Ist Deutsch einfacher, wenn man zu da aufpasst und hinguckt? Dann ist es doch deutlich einfacher. Neue Nachricht von Mr. Marsh. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Macht ja nichts. Oh, Aliensonde. Oh Mann. Ich soll lieber das hier. Weil Widerlichkeitsschaden funktioniert ja nicht bei jedem, das ist das Problem. Nicht jeder Gegner ist. Also manche Gegner sind ja immun gegen diese Widerlichkeitsangriffe. Also nehme ich lieber etwas weniger. Dafür für alle Leute dann. So, jetzt ist etwas, worauf wir, wo man ziemlich gut aufpassen muss. Wegen den Sammelobjekten. Wer wird ja hier nie wieder ankommen zu dem Raumschiff, kann ich euch mal sagen. Und hier ist ein Chip-Pokémon, das müssen wir so jetzt schnell sammeln. Das würden wir sonst nie wieder finden. Das ist schon recht. Boah, das ist geil. Das wäre schon recht fies. Man sieht auf jeden Fall, die beobachten uns überall. Das verdammten Schweine. Hallo Leute! Habt ihr Angst? So, das Wichtigste. Diese Edelverteidigungsmatrix, die muss zuerst ausgelöscht werden. Und zwar stark, also nämlich direkt den Tempotank Ultra. Ultra Energie.
jetzt. Zerstört. Zeit für eine Exekution, Junge. Okay, immer wieder. Oh Gott, auf Tütchen. Oh Gott, der meint's ernst. Komm. Nochmal auf die Fresse. Scheiß auf deine verdammten Photon-Torpedo, ey. Die machen mir keine Angst. Nimm das, du Bastard. Hab sie erwischt, ey. Ja, er stürzt ab. Spricht eure Gebete. Oh, das grüne Zeug. Nicht gut, nix gut. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Gut, dass wir jetzt schon wissen, dass er ein böser Regierungstyp ist. Der nächste Tag. Und wir sind direkt wieder zu Hause. So. Jetzt nehmen wir lieber die richtige Rüstung. Statt die Alien-Rüstung. Wo... Bleib ich lieber dabei. Bitte, Dildo-Waffe. Oh Mann. Zwei neue Nachrichten. Danke nochmal, dass du mich rausgeholt hast. Ich versuche sie aufzuhalten, aber ich bin einfach zu... Ich habe versucht sie aufzuhalten, aber ich bin einfach zu höflich. Ja. Hey, neuer... Danke, dass du gestern mit uns gespielt hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Token und Craig, gefällt das? Ja, also heute werde ich wahrscheinlich nie mehr mitspielen. Also im Spiel zwar schon heute, aber außerhalb in der echten Welt mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Ich hoffe, jetzt ist es wirklich geglückt und es gibt keine Soundprobleme. Ansonsten müsste ich die ganze Scheiße nochmal neu aufnehmen und darauf habe ich echt keinen Bock. Ja.
Naja, ich würde sagen, ich speichere die Scheiße und dann. Macht's gut, haut rein, bis entweder zur nächsten Folge oder nach diesem Cut. Erstmal in dieser Folge noch. Mal sehen, was eintrifft. Macht's gut. Ciao. Was wird Duschbäck an dem neuen Tag alles so erleben? Wird der Konflikt mit den Dunkelelfen durch den Absturz des UFOs gestört bzw. sogar unterbrochen? Und was hat es mit dem bösen Regierungstypen auf sich? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!